Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 27, Erde, Wasser, Release. Gratis Selbsthilfelehrgang von Vivian Rauber, Psychologin, Zürich, Schweiz. Erinnere dich nochmals einen Moment, als du dich geliebt fühltest. Vielleicht als kleines Kind in den Armen deiner Mutter, deiner Großmutter oder deines Freundes, deines Mannes oder als deine Tochter oder dein Sohn liebevoll seine Arme um deinen Hals legte. Erinnere dich an diesen Moment und nimm diese Liebe wahr. Spür diese Liebe. Wir werden jetzt den Erde-Wasser-Release machen, der psychokorporellen Energiearbeit. Das kannst du an dir selber machen. Es sind alles Punkte, die du schon kennst, von Erde- und Wasserelement, Magen, Milz, Blase, Niere. Wenn wir in der frühen Kindheit, im ersten Lebensjahr, eine liebevolle Mutter, eine liebevolle und beschützende Umgebung hatten, entwickeln wir ein gesundes Selbstvertrauen. Wir fühlen uns sicher und geliebt. Und wie wir gesehen haben, können wir diese Qualitäten nachholen, auch mit Akupressur. Also beginn jetzt und halte deine Finger auf Magen 3, Befreiung aus geistiger Gefangenschaft. Berühre liebevoll diesen Punkt, spür das Pulsieren. Befreiung aus geistige Gefangenschaft, Befreiung aus den Grundbotschaften, ich bin nicht geliebt. Berühre wie eine liebevolle Mutter und geh tief in den Punkt hinein, wie mit einem unsichtbaren Finger und finde in der Tiefe die Essenz des Elementes Erde, ich bin geliebt. Und erinnere dich an den Moment, als du dich geliebt fühltest. Und geh jetzt zum nächsten Punkt. Magen 13, an den Lebensfluss anpassen, in der Mitte des Schlüsselbeines, dort, wo die Rippen verschwinden. Spür liebevoll mit deinem weichen Finger im rechten Winkel. Spür das Pulsieren und geh tief in den Punkt hinein, um die Essenz des Elementes Erde zu finden. Das Wissen des Elementes Erde, ich bin geliebt. Und erinnere dich nochmals an den Moment, als du dich geliebt fühltest.
Und geh jetzt zum nächsten Punkt. In Richtung der Brustwarze, Magen 16, eine, zwei, drei Rippen hinunter, eine, zwei, drei zwischen der dritten und vierten Rippe. Magen 16, öffne dein Herz. Im rechten Winkel berührst du liebevoll wie eine gute Mutter. Spür das Pulsieren. Geh tief hinein mit deinem unsichtbaren Finger und finde die Essenz. Erinnere dich an den Moment, als du dich geliebt fühltest. Finde diese Liebe, dieses Wissen, ich bin geliebt. Öffne dein Herz. Dann gehst du zum nächsten Punkt, spür, wo die Rippen sind und spür, wo das Brustbein aufhört. Im ersten Löchlein ist Magen, das nächste Leber, dann Gallenblase und ein bisschen weiter unten Milz. Und wenn du die ganze Hand, den ganzen Finger hinlegst, dann hast du wie alle Punkte berührt. Spür das Pulsieren. Und vielleicht hast du gesehen, habe ich einen tiefen Atemzug gemacht. Das heißt, dass die Energie in Bewegung kommt. Und geh jetzt weiter zum nächsten Punkt. Milz 12, tiefe Freude. Such das Schambein und von dort gehst du am Oberrand ganz hinaus in die Leiste. Das ist Milz 12. Spür das Pulsieren von tiefer Freude. Berührst liebevoll, weich im rechten Winkel, gehst mit deinem unsichtbaren Finger tief hinein und finde die Essenz des Elementes Erde, das Wissen, ich bin geliebt. Und erinnere dich wieder an den Moment, als du dich geliebt fühltest. Spür diese Liebe. Und geh jetzt zum nächsten Punkt, Milz 9, Quelle des Yin. Eine Hand unterhalb des Knies auf der Innenseite findest du das Köpfchen des Schienbeines. In der Mitte, wo die Hosennaht wäre, unterhalb des Knöchelchens, wieder im rechten Winkel, liebevoll berührst du, spür das Pulsieren, geh tief hinein auf beiden Seiten. Und finde wieder das Wissen des Elementes Erde, ich bin geliebt. Und erinnere dich wieder an den Moment, als du dich geliebt fühltest. Und geh jetzt zu Milz 4, geben und nehmen. In der Mitte
des Fußes von vorn nach hinten, von unten nach oben, findest du das Köpfchen des Mittelfußknochens. Unterhalb dieses Knöchelchens gehst du mit einem weichen Finger im rechten Winkel tief in den Punkt. Und finde wieder diese Liebe, dieses Wissen des Elementes Erde. Ich bin geliebt. Und erinnere dich wieder an diesen Moment, als du dich geliebt fühltest. Das waren alles Punkte von Magen und Milz, Element Erde. Jetzt gehen wir zu den Wasserpunkten. Beginn im Augenwinkel, Blase 1, strahlendes Auge. Spür das Pulsieren, geh tief in den Punkt und finde mit einem Laser oder mit einem unsichtbaren Finger die Essenz des Elementes Wassers. Ich bin beschützt und darum sicher. Klopfe jetzt ganz leicht und liebevoll dem Blasenmeridian entlang über den Kopf bis unter an den Schädel. Blase 10, Fenster zum Licht, Blase. Zwischen den zwei Muskeln ein bisschen hinunterfahren, einen halben Zentimeter und gegen den Trapeziusmuskel drücken. Geh wieder tief in den Punkt hinein und finde dieses Wissen. Ich bin beschützt. Dann klopfst oder palpierst du weiter hinunter, dort wo du hinkommst, über Speicher der Fülle, Seelentor, Schicksal annehmen, untere Freiheit. Gehst weiter über Regeneration. Weiter hinunter, hinter dem Bein hinunter, palpierst du bis in die Kniekehle zum Punkt Rückenabfluss. Geh tief in den Punkt hinein und finde diese Sicherheit. Dieses Wissen, ich bin beschützt. Dieses Wissen, ich kann vertrauen. Das Leben bringt mir das, was ich brauche. Und gehst weiter hinunter, palpierst oder klopfst, gehst zum Punkt Umwandlung, der befindet sich unterhalb des äußeren Knöchels. Geh wieder tief hinein und finde dieses Wissen. Ich bin beschützt. Ich kann vertrauen. Ich bin sicher. Dann
gehst du weiter, klopfend oder palpierend bis zur kleinen Zehe. Dann kannst du jetzt mit einem Nackenzug beenden. Du weißt ja schon, wie es geht. Du schaust auf die Seite, die vier Finger unterhalb des Ohres im rechten Winkel. Drückst hinein und ziehst langsam bis zur Mitte des Halses und machst dasselbe auf der anderen Seite. Mach diesen Wasser-Erde-Release täglich während einer Woche und falls du die Ausbildung machen willst, fülle die Hausaufgabenregister aus, bevor du dann nach einer Woche mit Akupressur 28 weiterfährst, was du wie immer über meine Homepage findest, www.vivianrauber.com, Deutsch, YouTube, Akupressur und klickst auf Lektion 28.